Ich wollte nie in die Verlegenheit kommen, später einmal, wenn ich vielleicht mal Enkelkinder habe, dass die Kids mich fragen, sag mal, was hast du eigentlich gemacht, als der letzte Wal harponiert wurde oder als der letzte Thunfisch aus dem Meer gezogen wurde, dass ich dann sagen muss, nichts, weil ich konnte ja nichts machen. So, das habe ich, im Grunde habe ich mir das schon erfüllt, weil ich eigentlich immer alles gebe, um genau das zu verhindern. Und wenn ich dann später sagen kann, ich habe alles versucht, dann ist das in Ordnung. Es wäre natürlich unheimlich traurig, wenn es nicht gereicht hätte. Aber das will ich im Moment noch nicht glauben. Ich denke, es werden halt immer mehr Menschen wach. Und wir haben eine Chance, was zu verändern. Das Wissen ist auf jeden Fall da. Ich bin Carsten Essig und du hörst den Löwenherz-Podcast. Wahre Männer braucht die Welt. Viele von uns hatten nicht die Väter oder männlichen Vorbilder, die es braucht, um Urvertrauen zu entwickeln und um unser Potenzial ganz zu leben. Heute liegt es in unserer Verantwortung als Männer, uns die gesunden, maskulinen Attribute und Qualitäten zurückzuholen, die das Gleichgewicht in unseren Beziehungen, in unserem Ökosystem und nicht zuletzt in unseren Herzen wiederherstellt. Was bedeutet es heute, Mann zu sein? Und wie sieht der Weg dorthin aus? Dieser Podcast bietet Gespräche mit Männern über Männer als kraftvolle, mitfühlende und fürsorgliche Menschen, die ihren Platz in der Gesellschaft und der Welt würdevoll einnehmen wollen. Er soll inspirieren und zum Nachdenken anregen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Sea Shepherd ist eine Organisation zum Schutz der Artenvielfalt und der marinen Ökosysteme. Mit ihrer Arbeit verhindern sie die Zerstörung und Ausbeutung der Lebensräume im Meer. Ihr erklärtes Ziel ist es, unsere Ozeane für nachfolgende Generationen zu schützen und zu erhalten. Sea Shepherd wurde 1977 von Captain Paul Watson gegründet. Seitdem ist sie zu einer weltweiten Bewegung mit tausenden Freiwilligen in mehr als 20 Ländern geworden. Manuel Abras leitet als Geschäftsführer den deutschen Ableger von Sea Shepherd, ist verheiratet und hat 3 Kinder ins Leben begleitet. Wir sprechen heute über Leidenschaft, Zuversicht und Überzeugungen, die es braucht, um Leben zu bewahren, anstatt Leben zu zerstören. Manuel sagt: Wenn wir sehen und erleben, wie königlich und einzigartig unsere Welt ist, wollen wir sie schützen. Er berichtet von nicht immer ungefährlichen Einsätzen, welchen ökologischen Stellenwert das Meer für uns hat und was wir alle tun können, um diese Vielfalt und Schönheit zu erhalten. Darüber hinaus erzählt Manuel von seiner Motivation, helfen zu wollen und wie privilegiert er sich fühlt, seine Berufung jeden Tag leben zu können. Ja, guten Morgen, Manuel. Guten Morgen. Ja, ich sitze hier im Büro von Sea Shepherd in Bremen und habe den Manuel heute zum Interview. Und so die erste Frage an dich, Manuel, ist, ob du mal kurz beschreiben kannst, ja, in welchem Stadtteil wir hier sitzen, warum wir genau hier sitzen, hat das was mit Wasser zu tun oder der Nähe zum Meer, ja, vielleicht kannst du da kurz was. Ja, na klar. Also wir sind hier in Bremen-Fegesack, Bremen-Nord und wir sind seit 2015 hier ansässig. Wir haben damals entschieden, hierher zu gehen, um halt ein Hauptquartier aufzumachen mit einem kleinen Office-Betrieb, mit einem kleinen Shop-Betrieb, damit die Leute auch zu uns kommen können, mit uns sprechen können, fragen können, vielleicht auch mal Sachen einkaufen können, denn vorher waren wir meistens nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar und das wollten wir halt ändern. Und Bremen-Fegesack ist es im Grunde geworden, weil wir natürlich die Nähe zum Wasser gesucht haben. Die Weser ist hier gleich um die Ecke.
Es ist relativ günstig hier, sich einzumieten. Das ist natürlich für uns auch ein wichtiges Argument gewesen, denn wir wollen unseren Supporter natürlich schon vernünftig erklären können, wo die Gelder bleiben. Das ist nicht ganz unwichtig. Und ein ganz wichtiger Nebeneffekt bei der Geschichte ist auch noch, dass Fegesack bis Ende des 18. Jahrhunderts ein Walfängerstandort war. Und dann irgendwann hat das aufgehört und jetzt sind halt sozusagen die Walschützer hier. Ich denke, das passt schon ganz gut zusammen. Ja, das sind wir schon beim Thema, wenn du Walfänger ansprichst, ja, und Wasserschutz. Kannst du was sagen, was macht Sea Shepherd? Ja, also was ist eure Tätigkeit und was ist eure Mission? Also Sea Shepherd gibt es mittlerweile seit 1977, also wir sind jetzt irgendwo im 45. Jahr, sage ich mal. Und wir kümmern uns reinweg um den Meeresschutz. Und das beinhaltet eigentlich alles, also den Schutz der Tiere, der Meere oder des Ozeans insgesamt. Bedeutet, in den Anfängen war es halt mehrheitlich so aktiv gegen den Walfang, aktiv gegen Robbenjagd. Heißt, wir gehen wirklich aktiv raus, um dort draußen einzugreifen gegen das Unrecht, was dort passiert, was die meisten Menschen gar nicht mitbekommen. Bedeutet, wir schicken unsere Schiffe, schauen nach illegalen Aktivitäten und wenn wir diese dann finden, versuchen wir sie zu stoppen. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann dokumentieren wir halt alles, was wir dort sehen, um es halt den zuständigen Behörden zur Verfügung zu stellen und natürlich die Öffentlichkeit zu informieren, was da draußen vorgeht. Und das machen wir weltweit. Wir haben mittlerweile 12 Schiffe in unserer Flotte und ich bin der Meinung, über 30 Ländergruppen weltweit. Okay. Und so, ich kann mich erinnern, ich habe es dir gerade auch schon gesagt, so meine Frau und ich, wir sind jetzt seit 15 Jahren Unterstützer, spenden monatlich und ich kann mich erinnern an die ersten Walfangaktionen, die ihr verhindert habt mit den Japanern. Vielleicht kannst du ja mal so einen kleinen Überblick geben, ja, was sind eure Aktionen, wo seid ihr vor Ort, was passiert da genau? Ja, gerne. Also ich kann vielleicht kurzer Rückblick. So in den 80er, 90er Jahren war es halt vermehrt so gegen den illegalen Walfang oder halt auch gegen Robbenjagd. Denn seit 1986 ist der kommerzielle Walfang verboten. Es gibt ein paar Länder wie Island, Norwegen, Japan, die sich nicht daran halten. Und die Internationale Walfangkommission hat auch leider nicht die Möglichkeit, dieses Verbot durchzusetzen. Also sie haben jetzt keine Polizeibehörde, die sich da irgendwie einsetzen würde. Und das hat im Grunde Sea Shepherd auf den Plan gerufen, aktiv dagegen vorzugehen. In den Anfängen der 2000er Jahre waren wir dann 11 oder 12 Mal in der Antarktis, um gegen die illegale Waljagd der japanischen Walfangflotte vorzugehen, was uns auch recht erfolgreich gelungen ist. Die Japaner haben sich mittlerweile aus dem Südpolarmeer zurückgezogen. Bedeutet, das Walschutzgebiet, das es dort gibt, ist auch jetzt endlich ein Walschutzgebiet. Leider hat Japan die Rückkehr zum kommerziellen Walfang angekündigt, also im gleichen Atemzug. Und sie fangen jetzt quasi in deren Küstengewässer Wale, wo wir leider nicht aktiv werden können. Wir haben seit 2015, 2016 unseren Fokus mehr auf die illegale Fischerei verlegt und sind hauptsächlich vor Westafrika unterwegs, denn die illegale Fischerei, die sogenannte IUU-Fischerei, ist ein riesiges Problem, weitaus größer und auch gefährlicher für zum Beispiel Wale oder Delfine, die sich in diesen Netzen verheddern. Und wir können dort einen viel größeren Impact quasi machen. Kannst du das nochmal beschreiben, also diese illegale Walfangaktion, die da stattfinden? Also was passiert da und was sollte da jeder wissen über diese ganzen illegalen Aktionen? Also diese illegale Fischerei macht, je nachdem, mit wem man spricht oder je nachdem, wo man liest, zwischen 25 bis 42% der gesamten Fischerei aus. Das ist also eine riesige Zerstörung, die dort stattfindet. Man muss sich das so vorstellen, dass im Grunde gerade vor Westafrika vermehrt illegale Fischtrawler unterwegs sind und dort die Küstengewässer leerfischen. Wir haben 2015, 16 angefangen, Kooperationen mit den jeweiligen Ländern dort zu schließen. Also der Staat fing in Gabun an. Wir haben dort ein Schiff hingeschickt, unsere Crew, und die Behörden Gabun haben halt Polizeikräfte geschickt. Dann haben wir die Gewässer dort patrouilliert und alle illegalen Fischtrawler, die wir dort gefunden haben, im Grunde dann konfisziert und aus dem Verkehr gezogen. Und diese illegalen Fischereien sind halt wirklich weit verbreitet, weil sich damit viel Geld machen lässt.
Leider ist denen schwer beizukommen, denn oft sind diese Fischer oder diese Hintermänner quasi, wechseln halt oft die Flaggen ihrer Schiffe. Und so kann man die Hintermänner schlecht dingfest machen. Wir sind allerdings recht erfolgreich unterwegs, möchte ich sagen. Wir haben seit 2015 67 illegale Fischtrawler aus dem Verkehr gezogen und das nur dort vor Westafrika. Wir hoffen, dass wir demnächst auch Mittel- und Südamerika dort arbeiten können. Gewisse Staaten dort haben auch schon quasi angefragt, ob wir nicht auch dort eine Kooperation mit denen eingehen wollen. Okay, das heißt, also wenn ihr da vor Ort seid und wenn du sagst, aus dem Verkehr gezogen, also man kann ja als, ich sage jetzt mal, private Organisation kein Schiff aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, ihr seid da mit der Regierung oder mit den Behörden in Verbindung. Genau, richtig. Also wie gesagt, Gabun war der Anfang. Es haben sich weitere Staaten angeschlossen. Ich glaube, mittlerweile sind es 8 oder 9, Liberia, Benin, Gambia, die alle erkannt haben, dass es Sinn macht, die eigenen Küstengewässer zu schützen. Die haben halt angefragt, ob wir Kooperation mit denen eingehen wollen. Und das natürlich wollen wir das, klar. Und entsprechend gibt es da Verträge. Wir schicken dann halt also immer eines unserer Schiffe mit Crew und die jeweiligen Länder dann ihre Polizei oder Marinekräfte, sodass wir auch die rechtliche Handhabe dort besitzen, um Fischtrawler zu inspizieren und dann bei Verstößen auch zu konfiszieren. Und wie gesagt, das ist halt schon recht oft gelungen. Und um mal vielleicht ein Beispiel zu geben, vor 2 oder 3 Jahren wurde die Laibiku 2 festgesetzt und anhand der Frachtpapiere konnten wir feststellen, dass sie bis zu 500.000 Haie jedes Jahr gefangen hat. Und an der schieren Zahl kannst du dir vorstellen, damit kann man ein ganzes Ökosystem im Grunde platt machen. Von daher ist das ausgesprochen erfolgreich. Vielleicht noch als Ergänzung, die Waljagd heutzutage ist gar nicht mehr so die größte Bedrohung für die Wale und Delfine, sondern so diese Meeresverschmutzung durch halt Fischereigerät ist das viel, viel größere Problem. Man sagt, bis zu 300.000 Wale und Delfine sterben jedes Jahr, weil sie sich an diesen Netzen verheddern oder weil sie meinetwegen auch Plastikteile schlucken und die Mägen dann so voll haben, dass sie keine normale Nahrung mehr aufnehmen können. Bedeutet halt, mit diesen Kampagnen dort können wir viel, viel mehr erreichen als vorher mit unseren Aktionen gegen die Waljagd. Also ihr seid nicht mehr so vereinzelt bei den Walfängern unterwegs, sondern versucht da einen größeren Impact zu erzielen. Genau, richtig. Und so wie ich das verstehe, kommen sogar jetzt schon die Regierungen auf euch zu und sagen, helft uns hier, weil wir da selbst nicht ankommen gegen diesen illegalen Fischer. Ganz genau, denn Leute, die diese Fischerei betreiben, die wissen natürlich ganz genau, dass diese Staaten oft keine eigene vernünftige Küstenwache haben, um ihre Gewässer zu schützen. Oft sind es nur kleine Patrouillenboote, die aber nicht so weit rausfahren können. Und das nutzen sie halt aus. Sie kreuzen dort illegalerweise durch die ganzen Gewässer und fischen diese leer, sodass die Fischer dort vor Ort, also die einheimischen Fischer, nicht mehr fangen können, ihre Familien nicht mehr ernähren können und teilweise dann zum Beispiel gezwungen werden, kriminell zu werden, um irgendwie zu überleben oder sogar zu flüchten. Das heißt, damit verhindern wir sogar auch noch, dass diese Menschen quasi ihre Lebensgrundlage verlieren. Wir haben quasi Feedback von Fischern aus Liberia bekommen, die ganz klar gesagt haben, seit Sea Shepherd hier ist, können wir auch wieder unsere Familien ernähren. Und ich denke, das ist schon eine klasse Aussage und bestärkt uns in dem, was wir tun. Weil wieder mehr Fisch da ist. Genau, richtig. Okay. Oh, wow. Ja. Und so Stichwort Beifang. Ich nehme an, dass das die meisten, die zuhören, schon kennen, aber ich würde dich trotzdem bitten, nochmal so diesen Einfluss von jedem, der Fisch isst, auf den Impact, den er aufs Meer hat, was zu sagen. Ja, Beifang ist ein riesiges Problem. Es ist eigentlich ja so, in den meisten Fällen ist es verboten, Beifang über Bord zu werfen. Das gilt hier in der Nordsee, Ostsee, genauso wie es auch in anderen Küstengewässern oder Meeren, Ozeanen gilt. Nur die meisten halten sich nicht daran, weil sie natürlich verhindern wollen, dass sie ihre Schiffslagerräume ruckzuck voll haben. Das heißt, wenn eine bestimmte Art Fisch gefangen werden soll und man hat halt ganz viel Beifang dabei, dann wird der über Bord geworfen. Auch da gibt es ein Beispiel. Ich weiß jetzt leider den Namen des Schiffes nicht mehr, aber das wurde auch vor uns, vor Westafrika, konfisziert. Die haben Schrimps gefangen oder wollten auf Schrimps fangen gehen und haben dann, als wir den Fang quasi konfisziert haben, nur 0,02% Schrimps gehabt und der Rest war Beifang, der dann über Bord
geworfen wurde. Wahnsinn. Daran kann man sehr gut sehen, was für eine riesige Verschwendung, was für eine riesige Zerstörung und auch Vernichtung von Leben dort stattfindet. Also da wird quasi der Fisch, der gefangen wird, wird behalten und alles andere wird tot wieder übers Meer, ins Ganz Meer genau. geworfen. Ja. Da wird auch keine Rücksicht genommen, ob diese Tiere jetzt noch irgendwie überleben können oder auch nicht. Sie werden einfach über Bord geworfen. Man will sie nicht im Lagerraum haben, weil sie natürlich dann auf die Quote angerechnet werden. Ja, Wahnsinn. Okay. Und so nochmal zu den Haien, weil warum ist es denn so wichtig, dass der Hai überlebt? Ja, also ich meine, 500.000, was du gerade erwähnt hast, 500.000 Tiere pro Jahr. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Hai es im Meer gibt, aber warum ist denn der Hai so wichtig für das Ökosystem Meer? Also der Hai bildet im Grunde die Spitze der Nahrungskette im Meer. Wenn man sich so eine Pyramide vorstellt, dann steht ganz oben halt der Hai, dann kommen Wale, Delfine, dann Fische, dann kommt Zooplankton und Phytoplankton ganz unten. Und wenn man natürlich diese Spitze abschneidet, dann bedeutet das, dass das Zooplankton keinen Fressfeind mehr hat und sich weiter vermehren kann und umso mehr Phytoplankton quasi aufnimmt. Das heißt, wir sorgen quasi für ein Ungleichgewicht. Das kann ich auch mal an einem Beispiel festmachen, das ist schon ein paar Jahre älter, aber man hat vor der Ostküste der USA, hat eine Universität eine Studie erstellt. Dort gab es mal eine Muschelfischerei und man hat dort in diesem Seegebiet die großen Haiarten entfernt. Und dementsprechend konnten sich dann gewisse Rochenarten vermehren. Und diese Rochenarten haben halt Muscheln gefressen. So, und dementsprechend ist die Muschelindustrie dort zusammengebrochen. Also das nur so als kleines Beispiel, was passiert, wenn man einfach, ohne es besser zu wissen, Lebewesen aus dem Meer entnimmt. So, und die meisten Lebewesen im Meer haben sich halt auf das Leben mit den Haien spezialisiert. Die Evolution hat dadurch, dass die Haie ja schon mehrere, 450 Millionen Jahre existieren, hat sich alles weitere Leben dort darauf eingestellt. Und wenn man natürlich jetzt Veränderungen dort vornimmt, dann hat das auch irgendwie eine Konsequenz, die wir noch gar nicht absehen können. In manchen Bereichen können wir das schon sehen, aber was das am Ende dann bedeutet, wissen wir nicht. Vielleicht noch als Ergänzung zu dem Phytoplankton, das ist für uns natürlich so wichtig, weil es auch für die Sauerstoffproduktion verantwortlich ist. Über 50% des Sauerstoffs, den wir atmen, kommt aus dem Meer. Bedeutet, jeder zweite Atemzug, den wir machen, kommt aus dem Meer. CO2 vom Phytoplankton absorbiert. Auch das ist ein Riesenproblem, wenn da immer weniger von vorhanden ist. Ich dachte immer, dass das aus dem Wald kommt, aber wenn du sagst, ja. Ja, natürlich, es wird immer viel vom Amazonas geredet. Auch das ist wichtig, keine Frage, aber der Ozean hat generell einen viel größeren Einfluss auf unser Klima, auf unser Wetter insgesamt. Nur das wird leider gerne unterschätzt. Mhm. Wow. So, zum Thema Beifang und aktuelle Dokumentation, da hast du vorhin den Seaspiracy-Film angesprochen. Ja. Ist der zu empfehlen? Auf jeden Fall. Den kann man sich sehr gut anschauen bei Netflix. Da bekommt man sehr, sehr viele Einblicke, die man so in den Medien kaum findet. Also ich denke, also seit der läuft jetzt seit Ende April 2021, haben viele, viele Menschen ich möchte sagen, den Kopf geschüttelt über das, was dort draußen vorgeht. Denn die meisten wussten es einfach nicht und sind natürlich erschüttert und sauer und böse und fragen sich vielleicht, wie konnte das an mir vorbeigehen? Viele Leute haben uns geschrieben, haben gesagt, sie haben jetzt ihre Gewohnheiten geändert, essen gar keinen Fisch mehr oder vielleicht nur noch ganz, ganz, ganz wenig. Also hat schon einen riesen Impact gehabt, weil man dort sehr gut sehen kann, wie der Verbraucher im Grunde halt natürlich auch betrogen wird. Er hat ja kaum eine Chance rauszufinden, wo der Fisch, den er jetzt auf dem Teller hat, herkommt. Deshalb ist es so wichtig, zu dokumentieren, aufzuklären. Genau. Ist das eure Aufgabe auch? Also, auch, ja. Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir halt nicht direkt eingreifen können, dann dokumentieren wir halt, um es halt den zuständigen Behörden zur Verfügung zu stellen, damit die dann hoffentlich eingreifen. Und natürlich, um öffentlichen Druck zu erzeugen. Man muss zum Beispiel bei diesen illegalen Fischtrawlern wissen, wenn die dann ihre Lagerräume voll haben, dann ist es oftmals so, dass sie weit rausfahren, um dort ihren Fang an größere Frachtschiffe abzugeben. Und die mischen das mit legalem Fang, sodass der Endverbraucher kaum eine Chance hat, rauszufinden,
wo der Fisch herkommt. Und deswegen ist die Dokumentation halt auch so wichtig, um rauszufinden, wie das alles funktioniert, wie das ineinander greift und wo am Ende dann des Tages quasi jemand sich eine goldene Nase verdient. Das ist ja eine richtige Mafia, die da unterwegs würde. Ja, kann man so sagen, genau. Ja. Und leider ist ein großer Umschlagsort die EU, hauptsächlich Spanien, wo viel umgeschlagen wird und dann nach Asien weiter verschifft wird. Okay. Da ist eigentlich die EU gefordert, den Riegel vorzuschieben. Wow. Und seid ihr da auch politisch unterwegs? Also macht ihr da neben der Aufklärung und neben der direkten Aktion auf dem Meer, macht ihr da Lobbyismus oder ist... Nee. Nein, das ist eigentlich gar nicht unser Weg. Also wir sind wirklich eine Organisation, die sich dem aktiven Einschreiten verschrieben hat. Wir mussten halt feststellen, dass so politische Arbeit oftmals ins Leere läuft. Man bekommt das ja mit, wenn man sich regelmäßig informiert, dass Politik sich oft nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann, wenn überhaupt. Und dafür haben wir schlichtweg auch nicht die Ressourcen. Wir denken, dass das direkte Eingreifen einen viel größeren Impact hat und dass dann im Anschluss die Politik sich quasi bewegen muss. Okay, verstehe. Und vielleicht noch ein Wort von dir, Manuel, so die Aussicht. Wie ist es denn, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt weitermachen? Naja, wenn man den Experten zuhört, dann sprechen die ja davon, dass 2048, 2050 die Meere so, wie wir sie kennen, nicht mehr existieren. Bedeutet, es ist sehr, sehr viel mehr Plastikmüll in den Meeren wie Biomasse, wenn wir mit diesem Mülleintrag so weitermachen. Wenn wir natürlich so weiter fischen, wie wir im Moment fischen, dann werden auch die allermeisten Fischbestände nicht mehr existent sein oder nicht mehr so. Die Leute sprechen immer von Bewirtschaften, die können dann nicht mehr bewirtschaftet werden, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. So, man sagt ja, im Moment ist es so, dass 90% der Fischbestände überfischt sind und 30% davon sehr stark überfischt sind oder teilweise sich auch gar nicht mehr erholen können. 90 Millionen Haie, bis zu 100 Millionen Haie werden jedes Jahr aus den Meeren entnommen. Und all das hat natürlich irgendwann Konsequenzen. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass alles so bleibt, wie es ist, wenn wir so weitermachen. Also die Aussichten sind relativ düster, aber trotzdem machen wir natürlich weiter. Aufgeben ist für uns keine Option. Und was müssen wir tun? Naja, also wir hier in den westlichen Ländern müssen wahrscheinlich, auch wenn das naiv klingen mag, komplett verzichten. Dadurch, dass wir ein riesengroßes Nahrungsangebot haben, können wir das auch. Das ist kein Problem. Man kann natürlich jetzt einem Fischer vor Westafrika das kaum erklären, weil der ganz andere Probleme hat. Aber wir in den westlichen Ländern könnten das. Deswegen vertreten wir auch die Ansicht, dass nur 100%iger Verzicht absoluter Meeresschutz ist. Nun mag es Leute geben, die sagen, ja, aber Fischessen ist doch so gesund und Omega-3-Fettsäuren und so. Ja, kann man sagen, aber tatsächlich ist es so, dass die Fische diese Omega-3-Fettsäuren ja auch nicht in sich tragen, sondern auch erst aufnehmen müssen. Man kann im Grunde diesen Umweg über den Fisch auch weglassen und gleich direkt zum Beispiel Algensalat essen. Also wir haben Möglichkeiten, uns so vollwertig zu ernähren, selbst wenn wir auf Fisch verzichten. Also zusätzlich dazu, dass wir verzichten sollten, kann man natürlich generell seine Gewohnheiten anpassen, indem man halt nachhaltiger einkauft, indem man dafür sorgt, dass man zum Beispiel weniger Plastik verbraucht, weil leider gerade so diese Einwegplastikgeschichten oftmals in den Ozeanen landen und dementsprechend dann die Ozeane vermüllen. Da kann im Grunde jeder jeden Tag im Supermarkt eine Entscheidung treffen, was er dann kauft, wie er einkauft. Aber natürlich muss auch die Industrie, ich denke teilweise auch durch Gesetze, dazu gezwungen werden, anders zu produzieren. Es gibt ja genug Möglichkeiten, plastikfrei zu produzieren. Nur will man das wahrscheinlich nicht so recht angehen, weil es halt im ersten Moment eine Investition bedeutet. Also wir haben durchaus Möglichkeiten, um da wirklich individuell auch etwas dazu zu tun. Definitiv. Also wir haben im Grunde auch das ganze Wissen. Nur ist es ja oftmals leider so, dass die Industrie nicht so weit denkt. Sie denken halt meistens nur an diesen schnellen Profit, um sich meinetwegen die Taschen voll zu machen. Allerdings muss man auch sagen, dass es jetzt gerade so in den letzten Jahren schon irgendwie auch ein Umdenken gibt
ob nun bei den Regierenden oder auch bei der Industrie. Es wird ja immer mehr in Nachhaltigkeit investiert. Viele Industrien haben auch entdeckt, dass man auch dort Geld verdienen kann. Da musst du dir halt nur, musst du dich nur mal in den Supermärkten umschauen, wie groß mittlerweile das vegetarische und vegane Angebot geworden ist. Also es tut sich was, nur es dürfte gerne ein Schritt schneller sein. Okay. Ja, letzte Woche habe ich gelesen, dass die UN jetzt das Plastikgesetz verabschiedet hat. Ja, korrekt, genau. Das habe ich gestern oder vorgestern auch gelesen. Es gab eine Zustimmung von irgendwie mit 191 Ländern haben dort für gestimmt. Das war schon klasse. Also es gibt viele Gesetze auf dem Papier. Leider hapert es ja oft an der Umsetzung. Das gilt weltweit wie auch hier in Deutschland. Da müssen dann halt die entsprechenden, wie soll ich sagen, die entsprechenden Anweisungen auch an die Behörden und so weiter und so fort gegeben werden, dass das umgesetzt wird. Ja. Das ist ja leider oft der Punkt, wo es dann aufhört. Das liest sich alles schön, vieles liest sich schön, aber das war es dann auch. Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich arbeite ja viel auch in der Persönlichkeitsentwicklung mit Menschen, ja, dass es darum geht, dass jeder Einzelne Verantwortung übernimmt. Ja. Und wenn wir auf die Politik oder auf die Gesellschaft warten, dann wird es relativ knackig. Ja. Ja, genau, da kann man dann leider lange warten. Ja. Und klar, ich höre natürlich auch so, wenn wir hier so arbeiten, oft so die Aussage, ja, was kann ich alleine denn schon machen? So, aber jeder kann einen Unterschied machen. Jeder einzelne Mensch kann einen Unterschied machen. Wenn jetzt zum Beispiel Paul Watson damals gesagt hätte, was kann ich alleine schon machen, dann würde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht sitzen. Denn ihm haben wir es ja zu verdanken, dass Sea Shepherd so entstanden ist und so geworden ist, wie wir jetzt da sind. Von daher kann jeder jeden Tag einen Unterschied machen. So klein er auch noch ist, wenn viele Menschen was machen, dann hat das schon einen Einfluss. Genau. Also wenn 1 Million Leute so denken wie wir, jeder Einzelne hat Impact, dann sind wir schon... Dann ist das schon eine Menge, definitiv. Genau. Ja, genau. Und du hast gerade den Paul Watson erwähnt. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz drauf eingehen. Wer ist das? Was hat er gemacht? Was ist so sein Leben in a nutshell? Also Paul Watson war ja schon Anfang der 70er im Naturschutz oder Meeresschutz unterwegs. Hat ja damals auch Greenpeace mitgegründet. Das wurde ihm dann aber zu groß, zu bürokratisch und zu schwerfällig. Und dann hat er sich halt von Greenpeace getrennt und hat die Sea Shepherd Conservation Society gegründet, halt eine Organisation, die halt wirklich aktiv rausgehen soll, habe ich ja nun schon mehrfach erwähnt, und hat eigentlich auch diesen Fokus nie aus den Augen verloren. Für ihn war immer klar, dass politische Arbeit und Diskussionen und Proteste nicht wirklich viel bringen. Nur die Aktion da draußen, die macht wirklich einen Unterschied. Und von diesem Weg hat er sich eigentlich auch nie abbringen lassen. Gegen alle möglichen Widerstände hat er sich dort nicht quasi beirren lassen. Auch wenn oft Sea Shepherd meinetwegen so als das schwarze Schaf in der Umweltbewegung gesehen wurde, so ist er diesen Weg trotzdem immer weitergegangen. Mhm. Und ich denke, der Erfolg der letzten 45 Jahre, der spricht für uns. Also Aktion anstatt Protest war genau, sein Credo. Richtig. Ja, genau, immer. Das war immer sein Credo. Es gab öfter mal Anfragen auch an uns jetzt, ob wir nicht an der einen oder anderen Protestaktion teilnehmen wollen, die wir dann immer wieder abgelehnt haben, weil wir ganz klar gesagt haben, das ist nicht unser Weg. Natürlich hier und da gab es mal so ganz kleine Proteste, aber wir haben nie wirklich viele Ressourcen dort investiert, weil wir einfach gesagt haben, das bringt nicht den Impact, den wir gerne hätten, und haben eigentlich immer dann den anderen Weg gewählt und unsere Schiffe rausgeschickt. Und wie gesagt, Paul ist dem immer treu geblieben, hat jetzt, ich denke, in seiner Lebenszeit so viel für den Meeresschutz getan, das ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Wunderbar. Und du hast es gerade auch erwähnt, ihr werdet manchmal so als schwarzes Schaf der Umweltorganisation angesehen. Warum ist das so? Na, ich denke, das hat mit unserer Geschichte zu tun. Also so in den 80er, 90er Jahren war es halt so, dass Sea Shepherd andere Schiffe gerammt hat oder halt auch illegale Walfänger im Hafen versenkt hat. Das muss man natürlich genau erklären. Also wenn ich sage, wir haben andere Schiffe gerammt, dann bedeutet das, dass wir zum Beispiel in den 90er Jahren Treibnetzfischer gerammt haben. Und zwar haben wir denen ihre Netzwinde unschädlich gemacht, sodass sie wieder nach Hause fahren mussten.
Oder wenn ich sage, wir haben im Hafen Walfänger versenkt, dann bedeutet das, dass vorher schon über Wochen dieses Schiff ausgeguckt wurde. Und unsere Aktivisten haben im Grunde einen Moment abgewartet, wo keiner an Bord ist, und haben dann die Seeventile geöffnet, sodass das Schiff auf den Grund des Hafenbeckens gesunken ist. Also oberste Prämisse war immer, dass nie jemand verletzt oder gar getötet wird. Und das ist auch nie passiert. Und das ist natürlich so etwas, was wir mitgenommen haben. Man hat uns Piraten genannt, Ökoterroristen meinetwegen, wobei ich ganz klar sage oder die Gegenfrage stellen muss, wer ist denn hier der Ökoterrorist, derjenige, der das Leben zerstört oder derjenige, der das Leben bewahrt. Mhm. Und das haben wir natürlich mitgenommen, das gehört zu unserer Geschichte. Anfang der 2000er Jahre hat es dann aber einen Strategiewechsel gegeben. Wir sind dann ja mehr dahin gegangen, zu kooperieren mit Behörden, aufklärerisch unterwegs zu sein, aber nach wie vor natürlich diesen Aktivismus nicht zu verlieren. Trotzdem schreiten wir ein und versuchen halt den Unterschied da draußen zu machen. Es ist allerdings unheimlich schwierig, das, was damals passiert ist, abzuschütteln. Also wir stehen zu unserer Geschichte, gar keine Frage. Aber wir sind mittlerweile so viel mehr als Schiffe rammen und Schiffe versenken. Wir haben einen so viel größeren Impact mittlerweile durch die Aktion, die wir machen, dass das im Grunde jetzt wirklich nur noch eine Randnotiz der Geschichte ist. Also ihr habt da auch umgedacht. Also ja. Es gibt heute weniger oder gar keine Gewalt mehr in euren Aktionen? Genau, im Grunde ist es jetzt umgekehrt. Die Gewalt wird mittlerweile jetzt gegen uns angewendet. Also wenn wir uns mit illegalen Fischern anlegen, dann ist es oftmals so, dass die natürlich irgendwie bewaffnet sind, um ihr illegales Tun zu schützen. Da möchte ich gerne auf den Golf von Kalifornien verweisen. Dort sind wir aktiv, um die letzten Wakitas zu schützen. Das ist ein kleiner Wal, ähnlich wie der Schweinswal hier in Nordsee und Ostsee. Und die kommen häufig in Fischernetzen um, dort an der mexikanischen Küste. Und die Fischer dort wollen den Totoaba fangen, ein Fisch, der eine Schwimmblase hat, der halt, diese Blase ist halt in Asien sehr begehrt. Und man kann halt sehr, sehr viel Geld dort damit verdienen, sodass tatsächlich ein Kartell dahinter steckt, die Fischer dort rausschicken und bezahlen. Und dort geht's wirklich ausgesprochen gewalttätig zur Sache, sodass wir auch schon hier und da mal uns zurückziehen mussten, um halt keinen zu gefährden. Mhm. Ja, und wie gesagt, das hat sich im Grunde jetzt umgedreht. Wir sind natürlich nach wie vor konsequent und kompromisslos unterwegs, aber wir wenden keine Gewalt an. Ja. Also ihr seid durchaus ab und zu auch mal Gewalttaten oder Gefahren ausgesetzt. Ja, definitiv. Ja. Okay. Und deswegen halt auch der Hintergrund, dass wir oft mit Polizeikräften zusammenarbeiten, die dann halt auch dementsprechend ein Gewaltpotenzial besitzen, um die Aktionen durchzusetzen. Ja. Und du hast einen wichtigen Satz gerade gesagt, wo ich so in die Richtung Männerarbeit umlenken möchte, ja, in die Richtung, was ist denn die Qualität eines Mannes, ja? Also wenn du gesagt hast, Leben bewahren, Leben schützen, anstatt Leben zu zerstören, ja? Und das hat für mich viel mit einer Kriegerqualität zu tun, ja? Also einer, in meiner Sicht, männlichen Qualität, die der Gesellschaft zuträglich ist, ja? Also, was macht ein Mann in der Gesellschaft? Leben schützen, Leben bewahren, Leben unterstützen, anstatt Leben zu zerstören. Ja, und da ist so meine Frage an dich. Wie siehst du das? Ja, also du warst ja, und da kommen wir jetzt auch zur Person Manuel Abras. Du warst ja lange in der Pflege, habe ich gelesen. Und da ging es ja auch schon darum, Leben zu schützen, Leben zu unterstützen. Und wenn du da mal so bisschen erzählen kannst, was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Ja, erstmal von dieser Pflegetätigkeit jetzt in eine ganz andere Tätigkeit, ja, wo es auch darum geht, Leben zu schützen, Leben zu unterstützen. Also ich denke, ich habe eine unheimlich große soziale Ader in mir. Ich denke, dafür spricht schon meine irgendwie Pflegetätigkeit über 25 Jahre. Ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass ich helfen will, egal in welchem Bereich. So, das hat mich wahrscheinlich so in die Pflege gebracht und später dann halt auch zu Sea Shepherd. Ich habe halt immer das Gefühl, dass ich irgendwas geben kann,
so, ne, von mir, so meine Energie, meine Kraft, keine Ahnung, mein Wissen. Und das setze ich halt gerne ein, ohne vielleicht, also manchmal vielleicht auch ein bisschen ohne Rücksicht auf mich selber zu nehmen. Jedenfalls wirft meine Frau mir das hier und da vor, oder nein, das ist halt nicht, wirft mir das nicht vor, aber sie ist oftmals so dann der Fels in der Brandung, der sagt so, stopp, bis hierhin und jetzt machst du mal halblang. So, dann denkst du auch mal an dich. Ja, Sea Shepherd habe ich 94 kennengelernt, durch eine Aktion vor der norwegischen Küste. Dort sind sie mit einem Schiff gegen den norwegischen Walfang vorgegangen oder wollten gegen den norwegischen Walfang vorgehen und wurden dann von einem norwegischen Kriegsschiff gestoppt. Die Norweger haben sie beschossen, gerammt, Unterwasserbomben geworfen, also wirklich fast wie so im Krieg. Und ich war halt total beeindruckt, dass die Sea Shepherds da bereit waren, ihr Leben zu riskieren, und habe mich dann halt belesen, was das mit Sea Shepherd auf sich hat. Damals war es ja noch längst nicht so wie mit Internet, mal eben E-Mails schreiben und so. Das war ja alles noch so ganz oldschool, ne, mit Briefschreiben und Telefonieren. Und bin dann 97 als Freiwilliger für ein halbes Jahr auf der Sea Shepherd 3 mitgefahren. Und das hat mein Leben dann nachhaltig geprägt. So, man sieht ja jetzt, hat sich ja einiges getan. Ja, das ist im Grunde so mein Weg. Und ich, also diese Schiene, anderen helfen zu wollen, anderen Lebewesen helfen zu wollen, die verfolgt mich eigentlich schon mein Leben lang. So, das war schon immer meins. Ich war nie so der Mensch, der auf so einem egoistischen Trip unterwegs war und immer nur dran gedacht hat, was ist denn für mich drin in der ganzen Geschichte, sondern mein Blick ging immer dahin, wie kann ich helfen. So. Also die Motivation ist, wie kann ich helfen? Genau, richtig. Ja. Das ist die Motivation, egal in welchem Bereich. Also ich war zwischendurch auch nochmal 15 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs. Meine Frau ist auch in der Pflege. Also wir sind ganz generell eine sehr sozial eingestellte Familie. Das ist immer schon unsere Antriebsfeder gewesen. So, und wenn du sagst, so die Hilfe oder die Unterstützung oder zu helfen ist deine Motivation, warum hast du dich dann aus dem Pflegeberuf trotzdem rausentwickelt und bist jetzt in der Organisation, in der du bist, ja? Also wo es wirklich darum geht, Hand anzulegen, ja, und Lebewesen zu schützen, Meere zu schützen? Das war ein Prozess. Also zum einen ist die Pflege sehr, sehr fordernd. Das muss man ganz klar sagen. Man bekommt jetzt ja auch in der öffentlichen Berichterstattung mit, dass Pflege unterbesetzt ist, dass Menschen sich dort platt gesagt kaputt arbeiten. Und das war auch damals schon so. Also den Pflegenotstand haben wir nicht erst seit jetzt oder seit letztem Jahr, sondern das fing irgendwann an, als die Pflegeversicherung eingeführt wurde und die Umstände immer schlechter wurden, weil alles zusammengekürzt wurde. Und 25 Jahren in der Pflege ist man körperlich dann irgendwann auch schon so ein bisschen angeschlagen. Das kann ich ganz offen sagen. Das ist einfach Fakt. Der Rücken dankt einem das nicht wirklich. Und Sea Shepherd begleitet mich ja nun auch schon ein bisschen länger. Und ich hatte dann 2015 die Chance, tatsächlich den Schritt zu machen, raus aus der Pflege, hin zu Sea Shepherd als Vollzeitjob. Und im Grunde durfte ich meine Leidenschaft dann zu meinem Beruf machen, was ich nach wie vor als absolutes Privileg empfinde. Denn ich denke, das können nicht wirklich viele Menschen von sich behaupten, dass sie ihre Leidenschaft dann auch als Beruf ausüben können. Das bedeutet, ich kann jeden Morgen, wenn ich aufstehe und zur Arbeit gehe, das machen, was ich einfach unheimlich gerne mache, wo ich unheimlich gerne Leidenschaft reinstecke, Zeit reinstecke, Energie reinstecke. Wie ich ja schon sagte, meine Frau muss mich dann hier und da bremsen, denn es gibt ja auch noch ein Leben neben Sea Shepherd. Aber es ist einfach toll. Also das ist ein tolles Gefühl, auch mit dran zu arbeiten, mit dem wirklich tollen Team, das wir hier in Deutschland haben, für Veränderungen zu sorgen und auch wirklich zu sehen, dass sich was verändert. Wenn wir über unsere Aktionen berichten, dann sehen wir ja direkt auch, was wir geschaffen haben, und dass das auch eine Veränderung bei anderen Menschen herbeiführt. Das ist einfach eine tolle Befriedigung. Und wenn der Manuel über Leidenschaft spricht, dann füllt sich der Raum mit Energie, die Augen gehen auf, er fängt an zu lachen, also ist richtig, da wabert so richtig die Kraft aus ihm raus. Ja, genau. Also, und was ist denn die Leidenschaft? Also wenn du von der Leidenschaft sprichst, was ist die Leidenschaft? Ja, was ist die Leidenschaft? Also die Meere haben mich schon immer fasziniert. Ich habe irgendwann Anfang 2000 auch gelernt zu tauchen, habe dann auch mal gesehen, was da unter Wasser los ist. Die meisten Menschen können sich es ja leider so nicht wirklich vorstellen. Man sieht das im Fernsehen, aber man muss das einfach auch mal live
erleben. So, da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn es dann nicht unbedingt tauchen ist, aber wenigstens mal schnorcheln, dass man mal sieht, wie die Welt dort ist. Es ist eine ganz andere. Und wenn man dann das erste Mal einen Hai sieht zum Beispiel oder wenn man einen Mantarochen sieht, der in einer Entfernung von 2 Metern an einem vorbeizieht, wie königlich das ist, Schildkröten, Fischschwärme, dann lässt einen das nicht mehr los. Und dann weiß man, wenn man halt auch weiß, dass diese Ozeane für uns lebenswichtig sind, dann will man sie schützen, wenn man weiß, was wir mit ihnen anstellen, wie rücksichtslos wir vorgehen, ohne an das Morgen zu denken und nur an den schnellen Profit, dann möchte man sich dahinstellen so und sagen und so und bis hierhin und nicht weiter. Natürlich funktioniert das so nicht, das ist leider so, aber dann muss man halt andere Wege finden, um dort für Veränderungen zu sorgen und das tun wir. Jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Und ich kann diese Leidenschaft teilen, weil ich auch seit vielen Jahren tauche und ich finde das eine der meditativsten und faszinierendsten Tätigkeiten überhaupt. Ja. Wenn man mal das Unterwasserleben sieht mit Farben und Leben und was Erhaltenswertes. Ja, ja, definitiv. Ja. Genau. Also ich habe ein abschreckendes Beispiel gehabt. Ich war Dominikanische Republik an der Atlantikküste und war da tauchen und da war so viel Müll im Wasser. Das hat mich total erschrocken und das war 2003, das ist also schon eine Ecke her. Und ich habe mich gewundert, dass die Tauchschulen dort vor Ort gar keinen Antrieb hatten, irgendwie ihre Tauchspots sauber zu halten. Aber es hat mir natürlich auf der anderen Seite auch die Augen geöffnet, was dort unten einfach los ist, wenn wir uns nicht kümmern. So, wie viel Müll dort ist, ob es nun irgendwelche Fischereinetze sind, Teile davon oder Plastikmüll. Das war auch damals schon ein Riesenproblem und ist natürlich leider jetzt in den letzten 19 Jahren nicht weniger geworden. Und wenn du mal so diesen inneren Prozess nochmal erinnerst, so dieses Rausbewegen aus dem Alten in dein Neues, ja, weil so ich arbeite viel mit Männern und das immer wieder ein Thema ist, ja, wie finde ich meine Berufung, wie finde ich meine Leidenschaft, ja, so, also was kannst du den Männern, die dazuhören, auf den Weg geben, ja? Also aus deiner Erfahrung? Also aus meiner Erfahrung, es war halt ein großer Schritt aus der Pflege raus, weil ich da halt einen sehr sicheren Arbeitsplatz hatte. So einen guten alten Vertrag bei meinem damaligen Arbeitgeber, den man heute so nicht mehr bekommt. Und dann die Entscheidung zu treffen, das kappe ich jetzt alles und fange was ganz Neues an. Man muss dazu wissen, wir sind eine 5-köpfige Familie, da hängt also noch sehr viel mehr dran, als nur, dass ich sage, ich mache das jetzt, sondern das hat natürlich auch Gespräche mit meiner Frau bedeutet, das hat eine Umstellung bedeutet in unserem täglichen Alltag, weil wir natürlich eingespielt waren, beide im Pflegeberuf unterwegs, wir haben gegenschichtig gearbeitet, sodass immer einer für die Kinder zu Hause war und plötzlich kommt der Manuel an und sagt, so, ich möchte das jetzt machen. Das war ein Riesenschritt für die gesamte Familie, die das aber wirklich klasse mitgetragen haben. So, weil sie natürlich auch von mir total Sea Shepherd beeinflusst sind. Also unsere Familie ist einfach auch eine Sea Shepherd Familie. Und ich kann nur jedem raten, wenn man irgendwo eine Chance hat, was anderes zu machen, was einen total motiviert, wo man merkt, da steckt meine Leidenschaft. Und man hat irgendwie die Chance, das zu machen, dann sollte man das tun. Denn es wird sicherlich irgendwann der Tag kommen, wo man das vielleicht bereut hat, das nicht zu tun. Ich habe es nun getan, ich bin total zufrieden. Und wenn ich jetzt zurückdenke und vielleicht sage, okay, 1997 war ich 6 Monate auf der Sea Shepherd 3 und ich hätte das damals nicht gemacht, dann würde ich mich jetzt wahrscheinlich ärgern, dass ich es nicht gemacht habe. Denn jetzt mittlerweile als Familienvater kann ich nicht einfach mal eben 6 Monate abhauen. Das funktioniert nicht. So. Von daher bin ich hochzufrieden. Ich bin ein wirklich sehr glücklicher Mensch, die Dinge gemacht zu haben, die ich mache. Denn ich muss mir später nicht irgendwie sagen, oh, hätte ich das mal gemacht, hätte ich jenes mal gemacht. Nein, ich bin diese Wege gegangen. 97 als Single konnte ich das einfach entscheiden. Jetzt 2015 mit Familie hat meine Familie das mitgetragen. Es ist einfach toll. Also die Chance nutzen, wenn das Herz ruft. Ja, auf jeden Fall. Okay, definitiv. Wenn man das kann und wenn man nicht irgendwelchen anderen Leuten damit quasi wehtut, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Ja. Und es hat viel, wenn ich das so höre, viel mit so einer Wahrheit zu tun. Ja? Also
Hast du da irgendeinen Impuls, wenn du das hörst? Ja, also für mich hört sich das so an, ja, du gehst den Weg, deine Ausrichtung ist deine Wahrheit. Was fällt dir dazu ein? Ja, auf jeden Fall. Also wir werden ja groß mit dem Gedanken, oder so werden wir ja auch groß gezogen, sage ich mal. So, der Mensch ist so die Krone der Schöpfung. So. Ne, so habe ich das jedenfalls kennengelernt. Und spätestens 97, als ich auf dem Schiff war, habe ich halt realisiert für mich, dass wir weit entfernt davon sind. Wir können das gerne behaupten, aber wirklich gute Argumente dafür haben wir nicht. Wenn man halt sieht, wie Delfine sich im Wasser bewegen, wie andere Meerestiere sich im Wasser bewegen, dann sind die ebenso viel wert wie wir. Und das ist so ein Punkt, der mich halt immer wieder antreibt, den Menschen aufzuzeigen, dass jedes Leben hier auf dem Planeten wert ist, darum zu kämpfen. Und dass wir von unserem Thron mal runter müssen und uns mal wieder quasi mehr mit der Natur befassen müssen, denn sie umgibt uns und wir sind abhängig von ihr. Die Natur kann sehr gut ohne uns, aber wir können nicht ohne sie. Und das ist so mein Antrieb, das ist so meine Wahrheit, den Leuten das irgendwie zu versuchen nahe zu bringen. Natürlich ist es schwierig, jeden Einzelnen zu überzeugen, das wird nicht funktionieren, aber selbst wenn man nur so einen kleinen Gedankenanstoß gibt, dann ist das schon was wert. Wenn jeder Einzelne so ein bisschen was verändert, vielleicht dadurch, dass ich mit ihm gesprochen habe oder dadurch, dass er unsere Arbeit wahrnimmt, dann haben wir schon was erreicht. So, und was sind deine Hoffnungen? Meine Hoffnungen, also ganz allgemein gesprochen hoffe ich, dass wir irgendwann, und ich hoffe, dieses irgendwann ist nicht allzu weit weg, aufwachen und ein anderes Verhältnis zum Umgang mit der Natur haben. Und damit meine ich nicht nur den Meeresschutz, sondern ganz allgemein. Wir sind ja leider auch an Land überall unterwegs, alles Mögliche zu zerstören. Man kann das ja überall nachlesen mittlerweile. Durchs Internet kann man ja alle möglichen Informationen sich reinziehen, wenn man das will. Das ist so ganz allgemein meine Hoffnung, dass wir, wie gesagt, ein besseres Verständnis haben für die Umwelt, die halt wichtig für uns ist. Und für mich ganz persönlich ist es halt so, im Grunde habe ich es mir schon erfüllt, möchte ich sagen. Ich hatte halt immer so den Antrieb, halt dadurch auch, dass ich Kinder habe. Ich wollte nie in die Verlegenheit kommen, später einmal, wenn ich vielleicht mal Enkelkinder habe, dass die Kids mich fragen, sag mal, was hast du eigentlich gemacht, als der letzte Wal harponiert wurde oder als der letzte Thunfisch aus dem Meer gezogen wurde, dass ich dann sagen muss, nichts, weil ich konnte ja nichts machen. So, das habe ich, im Grunde habe ich mir das schon erfüllt, weil ich eigentlich immer alles gebe, um genau das zu verhindern. Und wenn ich dann später sagen kann, ich habe alles versucht, dann ist das in Ordnung. Es wäre natürlich unheimlich traurig, wenn es nicht gereicht hätte. Aber das will ich im Moment noch nicht glauben. Ich denke, es werden halt immer mehr Menschen wach. Und wir haben eine Chance, was zu verändern. Das Wissen ist auf jeden Fall da. Ist das auch eine Qualität eines Mannes, der Leben schützt, dass er was tut, dass er aufsteht? Ja, aber ich möchte das gar nicht, also ich weiß nicht, ob man das auf Männer reduzieren kann. Wir haben auch sehr, sehr viele Frauen bei uns, bei Sea Shepherd. Das sollte man gar nicht jetzt irgendwie außer Acht lassen. Wirklich viele, viele Frauen bei uns unterwegs und die machen wirklich ganz, ganz coolen Job. Man kann das nicht wirklich differenzieren. Mhm. Ich denke, so dieses althergebrachte Männerbild wird mehr und mehr aussterben. Also ich bin davon überzeugt, das wird sich nicht ewig halten. Natürlich gibt es das hier und da noch und in anderen Teilen der Welt ist es wahrscheinlich auch noch viel, viel ausgeprägter wie bei uns. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, uns weiterzuentwickeln. Es ist noch ein Stück zu gehen, definitiv. Aber ich denke, viele Männer sind schon da hin unterwegs. Was mich betrifft, für mich war das eigentlich nie ein Thema. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, meine Frau und ich, wir haben uns das immer geteilt. Wir haben gegenschichtig gearbeitet. Wir haben beide uns um die Kindererziehung gekümmert. Wir sind beide beruflich unterwegs. Also das war bei mir nie ein Thema. Ja, und dann komme ich schon zur letzten Frage, Manuel. Was magst du am Mannsein am allerliebsten? Oha. Das ist eine schwierige, da habe ich mir tatsächlich noch nie einen Kopf drum gemacht. Also jetzt so ganz spontan
Da mag vielleicht der eine oder andere jetzt lachen, aber ich bin ganz froh, ein Mann zu sein, denn dann muss ich nicht das Kind gebären. Ich glaube, das ist ein unheimlich schwieriger Job, den die Frauen da erfüllen. Das können wir wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Und ansonsten, weiß ich nicht, das ist einfach, nö, war nie so mein Gedankengang, sage ich mal. Und die Frauen zu würdigen, wie du es gerade getan hast, ist ja auch... Ja, auf jeden Fall, klar, das müssen wir auch auf jeden Fall, definitiv. Ja, ohne sie sind wir nichts. Wunderbar. Manuel, vielen Dank. Ich fand es sehr informativ und auch so den letzten Teil fand ich sehr berührend, ja, wie du da über dich sprichst und wie dein Entwicklungsweg war. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Und wo findet man euch, wenn man spenden möchte, wenn man Merchandising-Artikel kaufen möchte? Also sehr gerne auf unserer Webseite nachschauen. Da sind immer so die aktuellsten Infos zu finden. www.c-shepherd.de. Und wir sind natürlich auf den Socials unterwegs, Facebook, Instagram. Da kann man uns auch auf jeden Fall finden. Wenn man uns denn sucht, einfach nach C-Shepherd Deutschland, C-Shepherd Germany, dann findet man uns da auch. Danke dir. Gerne. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat. Und wenn du mehr über meine Arbeit mit Männern, die Männerseminare oder andere Episoden wissen möchtest, dann kannst du das tun auf lion-heart.man. Ich freue mich, dich zu sehen.